Moin zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video möchte ich mit dir weiter die kleine Serie machen vom Wandern zur Hochtour. Deswegen heute Teil 2 alpine Grundlagen. Im ersten Video habe ich dir ja ganz kurz vorgestellt, wie ich mir ungefähr die Serie vorstelle, wie ich sie aufbaue. Habe ja auch einige Kommentare von euch bekommen, werde das auf jeden Fall mit einfließen lassen und werde dir jetzt nochmal so einen kleinen Überblick geben. Wir werden heute über alpine Grundlagen sprechen. Nächstes Video wird sich dann groß um das Thema Hochtourenkurs drehen. Und dann gehen wir weiter zum Thema Ausrüstung, zum Thema Training, Thema Planung und dann auch mal wirklich so eine beispielhafte Durchführung von der Tour. Und dann nehme ich dich dann wirklich auf diese einzelnen Schritte mit. Also wichtig ist es mir auch bei den Videos, dass wir die am Anfang eher kurz halten, kurz und kompakt, dass du da einen kleinen Überblick bekommst. Später, wenn du da noch mehr wissen möchtest, einfach in die Kommentare schreiben, kann ich es noch ein bisschen ausgedehnter machen. Aber gerade am Anfang möchte ich es auch nicht überfordern, indem ich jetzt hier so 30-minütige Videos aufnehme. Es kommt beim Thema Ausrüstung, kommt es auf jeden Fall noch zu längeren Videos, beim Thema Training und Planung denke ich auch, aber jetzt hier gerade am Anfang versuche ich sie eher kurz zu halten, damit du das Wichtigste für dich mitnehmen kannst. Wichtig hier vorweg ist, das ist keine Serie für dich, wenn du noch nie in den Bergen warst. Das heißt, es ist wirklich die Voraussetzung, dass du schon öfter wandern warst in den Bergen, da einfach schon ein bisschen Erfahrung hast. Also wenn du jetzt komplett neu bist, noch nie in den Bergen warst, dann ist es nichts für dich. Ist auch nichts für dich, wenn du wirklich jetzt hier nach den Videos denkst, du kannst dann auf den 4000er gehen, wenn du vorher noch nie über einen Gletscher gelaufen bist. Auch das wird nicht funktionieren. Auch das können diese Videos einfach nicht erreichen. Ziel der Videos ist es einfach mal zu zeigen, welche Schritte sind notwendig, was musst du noch alles tun und was sind einfach so ein paar Grundlagen. Mehr kann ich dir hier auch nicht vermitteln, weil beim Bergsport ist es so, man muss viel machen, muss viel Erfahrung sammeln, muss noch einiges investieren, bevor es dann wirklich losgeht. Deswegen das als kleiner Disclaimer vorab. Und dann würde ich sagen, starten wir ins heutige Video. Wie besprochen geht es heute um das Thema alpine Grundausbildung. Da stellt man sich erstmal so die Frage, vielleicht was versteht man darunter? Es geht einfach darum, welche Fähigkeiten musst du erlernen, um eine Hochtour durchführen zu können. Letztes Video habe ich schon mal grob angerissen, was so die Unterschiede Wandern, Bergsteigen sind oder Wandern, Hochtouren gehen. Im Grunde genommen kann man es auf zwei Sachen runterbrechen. Das eine ist einmal das Gelände. Wie gesagt, du bist höher unterwegs, bist auf anderem Gelände unterwegs, Gletschern, Fels, ausgesetzter, abseits von Wegen. Und das zweite Thema ist die Ausrüstung. Du hast viel mehr dabei, du hast auf einmal ein Steigeisen dabei, du hast Eispickel dabei, du hast einen Klettergurt an, ein Seil und so weiter und so fort. Wenn dir die Begriffe noch nichts sagen, das macht nichts, wir gehen da nach und nach drauf ein, besonders im nächsten Video zum Thema Hochtourenkurs und dann spätestens im Video zum Thema Ausrüstung hast du dann zu allen Sachen auch ein Bild. Von daher kommen wir da noch dazu, das heißt heute nicht schlimm, wenn du da jetzt noch nicht alles weißt. Genau, das heißt, wir sind jetzt im Video erstmal an dem Punkt, okay, wir wissen, was der Unterschied zwischen Wandern und Bergsteigen ist, wir wissen, dass wir neue Fähigkeiten erlernen müssen. Das heißt, wir müssen wissen, wie gehen wir mit dieser speziellen Ausrüstung um, wie gehen wir mit gewissen Situationen um, das heißt, wie gehe ich über einen Gletscher, welche Taktiken gibt es, wie bewege ich mich im Fels, wie bewege ich mich auf ausgesetzten Wegen und so weiter. Jetzt habe ich dir ja vorhin schon erklärt, was ich so unter alpine Ausbildung verstehe. Wir haben aber eigentlich mehr über das Wort alpin gesprochen. Jetzt kommt eigentlich so der zweite Punkt, Ausbildung. Ausbildung, ich denke, jeder kennt es von uns, von der Schule, von seinem Studium, von seiner Ausbildung an sich. Man bekommt was vermittelt, was man dann auch übt und trainiert. Und jetzt ist halt die Frage, woher bekommst du dein Wissen? Jetzt gibt es ja erstmal so ein paar verschiedene Wege, wie man allgemein was lernen kann. Drei Wege möchte ich dir heute vorstellen. Jetzt mal hier ganz exemplarisch zwei Bücher. Also ich habe natürlich mehr Bücher noch zu dem Thema. In den Büchern bekommst du eigentlich immer ganz guten Überblick zu den einzelnen Themen. Jetzt hier mal speziell Hochtouren, Eisklettern, hier Bergsport im Winter. Bücher haben halt den Vorteil, es ist ein sehr, sehr kostengünstiger Einstieg. Sie vermitteln einen guten Überblick über so ein ganzes Thema. Das heißt, so Bücher kosten zwischen 20 und wenn es dann wirklich teure Bücher werden, so 40, 60 Euro, ist im Vergleich zu später noch ein relativ günstiger Einstieg. Du bekommst einen großen Überblick über ein Thema. Gerade theoretische Themen können sehr, sehr gut vermittelt werden. Grundlagen können für dich gut vermittelt werden. Das heißt, um mal so einen groben Überblick zu geben, ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Mittel. Ich verlinke dir jetzt unten auch mal so ein paar Bücher, die ich einfach nur empfehlen kann, gerade für den Anfang. Aber Bücher haben einen großen Nachteil. Das erste ist, sie daten sich nicht ab. Das heißt, Stand der Technik, sowohl vielleicht für die Ausrüstung wie auch andere Sachen mit der Sicherung, ist immer der Stand von wann das Buch ist. Das heißt, wenn es neue Erkenntnisse gibt, sind die dann nicht mehr aktuell.
Das zweite Thema ist das ganze Thema, wie vermittelt man das Wissen? Also gerade Themen in solchen Büchern wie, wie gehe ich mit Steigeisen, wie gehe ich mit Pickeln, ist theoretisch zwar einfach zu erklären oder auch gut beschrieben mit Bildern, aber das dann wirklich praktisch umzusetzen, ich denke, das wird den meisten nicht gelingen. Da werden viele Fehler gemacht werden, von daher finde ich, muss man das auch mit Vorsicht genießen. Wichtig finde ich, Bücher können ein gutes Grundverständnis vermitteln, aber nicht mehr. Die zweite Variante ist, was du jetzt gerade machst, du schaust dir ein Video an. Videos gibt es ja zu allem Möglichen, gerade im Bergsport gibt es Videos, wie mache ich Knoten, Tourenberichte, gibt es noch andere Technikvideos. Hat natürlich den Vorteil, es ist kostenlos für dich zur Verfügung gestellt, jetzt hier auf YouTube. Das heißt, du hast ab und zu nur ein bisschen die Werbung, aber gut, das kostet dich ja eigentlich an sich nichts. Du kannst dir von unterschiedlichen Leuten das anschauen, kannst sehr, sehr viel Wissen konsumieren, hast wirklich da so ein breites gestellt, aber die Videos sind immer nur so gut wie erstens die Leute, die sie machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier Blödsinn erzählen würde, du keine Ahnung hast, würdest du vielleicht mit dem Blödsinn, den ich dir erzähle, hier glauben. Deswegen bin ich auch gerade bei so gewissen Themen immer ein bisschen vorsichtig, weil ich auch einfach jetzt kein ausgebildeter Bergführer bin. Und man hat es sehr, sehr viel. Es ist abhängig auch von der Perspektive, wie man es filmt. Ich kenne das selber von Tourenberichten. Und ich kann dir sagen, in einem Tourenbericht kann man am Ende des Tages so schneiden, wie man möchte. Das heißt, war die Tour für mich schwer und wirklich ekelhaft, kann ich die Tour so schneiden, als wäre es die schönste Tour ever gewesen. Genau andersrum, ich kann die leichteste Tour so hinschneiden, als wäre es die schwerste überhaupt. Das muss man immer so ein bisschen wissen bei Videos. Das kommt damit dazu, deswegen immer schauen, passt es so zusammen, zur Schwierigkeit, zur Kamera. Deswegen sage ich es jetzt ja auch immer häufiger, wenn ich die 360-Grad-Kamera verwende, weil die einfach so zum Beispiel auch vom Blickwinkel verzerrt, ohne dass es zum Beispiel bewusst gewählt ist. Und dann kommen wir eigentlich so zum hauptsächlichen Punkt, wie lernt man alpine Ausbildung? Und alpine Ausbildung, wie ich es ja vorhin ja schon gesagt habe, Theorie vermitteln und Praxis üben, funktioniert am besten in Kursen. Und es gibt Kurse für alle möglichen Fälle. Es gibt ganz normale Kletterkurse, es gibt Klettersteigkurse, es gibt Gletscherkurse, es gibt Spaltenbergungskurse, es gibt Kombikurse. Also es gibt wirklich alles, was du eigentlich brauchst für das alpine Bergsteigen. Es gibt Eisklettern, es gibt dann so Kombikurse auch noch, speziell mit Graten, wie sichere ich an Graten ab. Also es gibt verschiedene Level mittlerweile und da ist wirklich mittlerweile ein enormes Angebot da. Was ist natürlich hier der Vorteil? Der Vorteil ist, du lernst von Profis. Die Kurse werden sehr, sehr oft durchgeführt von staatlich geprüften Bergführern oder meistens von Bergführern oder von Hochtourentrainern. Das heißt, Leute, die regelmäßig geschult werden, Updates bekommen, die sehr, sehr viel in den Bergen schon unterwegs waren. Das heißt, du lernst wirklich direkt vom Profi vor Ort. Das zweite ist, du lernst das eine auf der einen Seite theoretisch, kannst es aber praktisch gleich üben. Das heißt, du hast diesen Übertrag, du kannst jederzeit Fragen stellen. Beim Buch ist es immer ein bisschen so schwierig, okay, weiß ich jetzt nicht, wie er das meint. Vor Ort kannst du natürlich sofort fragen, kannst da sofort mehr Wissen konsumieren. Du machst vor Ort gleich Touren, das heißt, du wendest dein Wissen auch konkret an, kannst dich da das schon alles festigen. Was ich auch immer ein sehr, sehr guter Punkt ist, finde ich, du kannst dir gewisse Ausrüstung, Steigeisen und Co. leihen. Das heißt, du musst am Anfang, wenn du dir noch nicht sicher bist, ob das so deins ist, schon gleich in die Vollen gehen. Nein, du kannst dir auch erstmal leihen, hast schon mal so ein Gefühl für eine Ausrüstung. Vielleicht passt die dann auch schon ganz gut, weißt du, okay, was soll ich kaufen und was nicht. Hat auch einen Vorteil. Es ist ein einfacher Start, weil du bist dann auch in der Gruppe, du bist dann nicht alleine mit deinem Thema, dass du nicht weißt, wie es geht, sondern hast noch mehrere Leute. Vielleicht findest du dann auch Freundschaften oder Leute, mit denen du vielleicht zukünftig auch was machen kannst. Also du siehst, hat relativ viele Vorteile. Nachteil natürlich ist, im Vergleich zu den anderen Methoden ist es deutlich teurer. Es ist ein Invest, den du selber in dich machen musst, dass du sagst, okay, ich gebe jetzt dieses Geld aus, diese Techniken zu lernen. Wenn man das jetzt aber immer im Verhältnis setzt, sollte man gerade, wenn man dann Bergsteigen möchte, Hochtouren machen möchte, wo es, wenn man was falsch macht, die Konsequenzen immer sehr, sehr hoch sind, sollte einem das Geld auf jeden Fall wert sein. Von daher von mir immer die klare Empfehlung, mit einem Hochtourenkurs zu starten. Und weil dieses Wort Hochtourenkurs auch immer so ein bisschen mit vielen Fragezeichen behaftet ist, würde ich gerne im nächsten Video das ganze Thema mit dir einmal durchsprechen. Das heißt, was macht man im Hochtourenkurs? Was lernt man? Welche Voraussetzungen solltest du haben? Vielleicht auch so eine kleine Empfehlung, welchen Hochtourenkurs ich heutzutage machen würde, beziehungsweise welchen ich damals gemacht habe, 2016, wo man Hochtourenkurse machen kann, was vielleicht auch so ein bisschen die Unterschiede sind. Darüber würde ich mit dir gerne im nächsten Video sprechen.
Ich hoffe, das heutige Video hat dir als kleinen Überblick oder als kleinen Einstieg in das Thema alpine Grundlagen geholfen. Das Thema ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Ich wollte es jetzt einfach nur mal aufmachen und nächste Woche oder das nächste Mal beim Thema Hochtourenkurs können wir nochmal explizit auf die Themen eingehen, bevor wir dann weitergehen zum Thema Ausrüstung. Wenn du generell noch Anmerkungen zu der Serie hast, freue ich mich natürlich über deinen Kommentar, über deine Anmerkung, dein Feedback. Wenn du jetzt auch sagst, okay, ich möchte vielleicht noch irgendein Thema tiefer behandelt haben, das war mir jetzt ein bisschen zu schnell, ich bin ein bisschen zu tief schon gleich reingegangen, dann schreibt mir das auch auf jeden Fall. Die Serie mache ich natürlich für euch, da bin ich auch auf den Austausch angewiesen. Und damit würde ich mich jetzt für heute verabschieden, wünsche dir eine gute Zeit, bis dann, ciao.